Es ist Abi Raxman. So, wir sind jetzt da. Wir sind natürlich in der Startelf. Wir haben mit 58 Gesamtrating gestartet. Und Coach Clemens, der Bubaka ist hier, ist... Ihr seht ihn gar nicht. Hier, Bubaka, ihr seht schon, Bubaka hat die Kapitänsbinde bekommen. Und wie viele Spiele sind wir drin, Abdi? Wir haben erst 5 Spiele gespielt. Wir sind mit Dynamo Dresden auf dem 1. Platz. 13 Punkte, 4 Punkte Abstand auf den 2. Okay. Ja, wir sind 1. Platz, without a doubt. Ne? Also wir haben 4 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen, 9 Tore, 2 Gegentore. Bubaka hat in dieser Zeit, glaube ich, wo kann ich schauen, wie es statistisch läuft? Wo kann ich das denn sehen? Hallo? Wo kann ich gucken, wie viel, wie heißt es? Spielerstatistik, hier. Bubaka hat in 5 Spielen 5 Tore. Okay? Er wird nicht abgeschoben, auf keinen Fall. In 5 Spielen haben wir 5 Tore. Hinter ihm ist Schnatterer von Mannheim, Bär, Baumgart, Koffi ist auch da. Alles Loser. Geht besser? Nein, 5 Spiele, 5 Tore ist gut, Baho. You don't know Fußball. You don't play the Clemens way. So. Wo wir aber hin wollen, ist hier. Hier wollen wir mit Bubaka spielen. Okay? Hier wollen wir mit Bubaka spielen. Und weil wir gerade angefangen haben zu spielen, wird das Spiel, das erste Spiel natürlich, gegen wen ist das nächste Spiel? Warte, kann ich trainieren? Nee. Das nächste Spiel ist gegen... Okay, Transferphase ist vorbei, juckt keinen. Kurz Training machen. Und Leute haben sich beschwert, warum ich den so schlecht, den Bubaka so mit schlechten Anfangswerten gemacht habe. Wow, guck mal, wie schnell man wieder hochkommt. Ich glaube, wir haben jetzt nach dieser Session 68. Ja, haben wir. Wie schnell das geht, seht ihr das? Guck mal, wie schnell das geht, wie schnell Abschluss wir bekommen. Es geht alles schnell. Versteht ihr? Vertraut mir einfach. So, und das nächste Spiel, das wird uns nicht angezeigt. Eine Stunde weiter. Nee, Bruder, wartet, da gebe ich euch kurz einen Lifehack für die Leute, die Karriere spielen. Ihr geht hier hin, Kalender, Monat. Ihr dürft aber nicht Training verpassen, das ist das Ding. Und da habt ihr das geskippt. Die unnötige Scheiße. Warte, wir können trainieren, wir können wieder trainieren. Hast du reingepaid? Was für gepaid, Bruder? Das ist Karriere. Das ist offline. Das ist komplett offline. Wir payen nicht. Alles klar, Leute, wir gucken uns kurz die Werte an, bevor wir das Spiel beginnen. Was für Werte wir haben mit Bubaka. Wo kann ich das schauen? Mein Pro? Teamzentrale? Ne, nicht zurücktreten, Bro. Attribute. So, Leute, wir haben 98 Antritt. Wir haben einen Antritt weniger bekommen, weil wir haben mit 99 gestartet und 98 Sprinttempo. Komisch. Sprungkraft 99, 89 Reaktion, 81 Balance, 99 Ausdauer, 99 Aggressivität. Natürlich, das sind Werte, die müssen sein. 63 Abfangen, 51 Ruhe. Ne, das muss so sein. Stellungsspiel 38, Übersicht 38. Und ja, wir sind Ass. Wirklich, wir sind Kacke vom Tor. Wir sind wirklich Rotze vom Tor. Aber alles andere sind wir krass. Wir sind 17 Jahre alt. Fake Pass. Guck mal, wir haben schon 11 Punkte mehr bekommen. Spezialwirkung 4, schwacher Fuß 2. Also wir sollten eigentlich nach der Saison direkt ein schönes Angebot bekommen von irgendeinem knackigen Team. Also gehen wir rein in das Spiel. He's a genius. So, Leute, ich bin gespannt, Digga. Bubaka ist deutsch, natürlich. Wir müssen auch... Ich habe am Anfang Burkina Faso gemacht, hat aber jemand, der im Chat gesagt, hast du keinen Skillbaum? Nein, ohne Skillbaum. Das ist eine Spielerkarriere, du musst einfach trainieren. Dann wirst du besser, mit Training. Hat auch jemand gesagt, mit Deutsch, Burkina Faso habe ich anfangs reingepackt, aber jemand hat gesagt, ey, damit der Nationalmannschaft spielt, Abdi, mach den Deutsch, damit wir noch mehr Content haben. Habe ich gesagt, hast du recht, mach den Deutsch. So, okay, wir haben schon, verhindere eine Niederlage. Das ist gut. So, Leute, da ist Bubaka und er ist schnell. Ich sage euch, wie es ist, er ist schnell. Er ist nicht slow, Digga. Wir spielen auf Legende und 4 Minuten oder 3 Minuten pro Halbzeit, also gar nicht so lang. Das ist aber sehr, sehr, sehr entertainmentreich, keine Sorge. Sobald Bubaka den Ball hat, ist auch vorbei. Jungs, was ist das? Ja, abseits. Digi, bist du Bubaka oder was? Wenn der Pass einen Moment später kommt, ist niemand mehr im Abseits. Ja, diese Geduld musst du natürlich haben, sonst kommt sowas dabei. Sprungkraft ist auch gut, deswegen können wir ein paar Kopfballduelle gewinnen. Ich sag euch, wie es ist. KI ist, ey, die sind einfach besser als wir. Er versucht's. Ich bin weg. Komm mit.
ihn auf dem Platz sehen zu dürfen. Komm mit, und ich bin weg. Und ich bin weg. Und ich bin weg. Und ich bin. Wer hätte das gedacht? Der ist überhaupt nicht zu stoppen. Später können wir noch eine Reaction machen nach Boubacar. Oh scheiße. Weil Leute haben gesagt, das mit Mois und Maestro ist interessant. Kann auf jeden Fall nochmal reingehen. Ich bin da ja gar nicht drin. Ich habe ja gar nichts mit zu tun, aber man kann sich das trotzdem anschauen. Wenn ihr Bock drauf habt. Oh, und ich bin weg. Danke für den Ball. Komm mit hier, Digi. Schick mich. Du Spasti. Alle Quatschköpfe. Null interessant, null interessant. Alles klar. Okay, dann nicht. Dann spielen wir hier weiter. Bitte nicht. Ja, dann spielen wir weiter. Dann spielen wir weiter. Da habe ich kein Problem mit. Castells ist zu Manchester United gewechselt. Leute, ich habe kein Problem. Mir ist es egal, Digga. Ein toller Transfer. Digga, der Ball landet auch immer. Spring hoch, Bruder. Genau so. Und spiel mir. Baka. Noch steht sie unentschieden, aber sie waren viel Druck. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Ach, Digga, Scheißpass. Wo ist der Rechtsverteidiger? Oder ist der Ball wieder weg? Ich bin weg. Wo nützt sich den Ball? Jedes Video geht eine Stunde, oh mein Gott. Was? Was haben sie sich da erzählt, Digga? Warum telefonieren die nicht einfach miteinander? Und telefonieren die nicht einfach miteinander? Er steht gut und holt sich den Ball. Das letzte Heimspiel konnte man gewinnen. Heute soll es natürlich so weitergehen. Da gab es am Ende einen 2:1-Sieg zu feiern. Und für mich. Schieß doch! Du Hund! Er hat mir nicht gegönnt, die Vorlage! Er hat mir nicht gegönnt, die Vorlage! Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, er gönnt mir nicht Erfolg. Er hat gesehen, mein Marktwert steigt. Ja, ich meine, Boubacars Marktwert. Ich habe nichts damit zu tun, dass er Boubacar. Boubacars Marktwert steigt. Er hat das gesehen und wurde neidisch. Danke für den Ball. Spaß, die. Catch me if you can. Okay. Entschuldigung. Leute, Abwehr ist gar nichts. Unser Mittelfeld ist nicht existent. Hol den Ball, Torwart. Torwart, ich bin hier. Schon Halbzeit, eine Sekunde, Digga. Das war nicht eine Clemens Way. Ich schwöre, das war gar nicht eine Clemens Way. Das ist Boubacar, ihr seht ihn. Hübscher Mann. Wirklich hübscher Mann, muss ich sagen. Sehr hübscher Mann. Wien, Wiesbaden. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielerschnitt. Ich hatte noch gar keinen Moment, wo ich irgendwie so ein bisschen flitzen konnte. Also weiter spannend. Oh, Digga, tunnel ihn. Guter Spieler. Leute. Ja, endlich mal was Vernünftiges. Und nie haben sie Haare. Buba, mach noch eins. Digga, er muss halt wirklich noch eins machen, sonst wird das hier nichts heute. Nein. Kein Tor. Oh mein Gott, wie schlecht. Goppel, Digga. Entgoppel dich, Digga. Boubacar, gewinnst du. Ja! Lahodimos. Und jetzt die Chance. Das war so gut gespielt! Oh mein Gott! Wieso haben wir den nicht reingemacht? Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Das war so gut gespielt. Oh mein. Peinlich, dass wir den nicht reingemacht haben. Pass zum Gegner. Ja. Warum ist er so schnell wie wir? Und da haben sie Erfolg. Er bekommt die Unterstützung. Erstmal abgeblockt. Ich bin egoistisch. Ey, so ein einfacher Trick, Bro. Ballgewinn hier. Ey, wir müssen den Ball noch behalten. Vielleicht die Führung jetzt. Oh! Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Da können sie kontern. Ich bin egoistisch, merke ich gerade mit ihm. Hast du stark. Ja, weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Bruder, ich habe hoch angefordert.
73 Minuten. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Hol den, haben wir. Sie holen sich hier den Ball. Junge! Junge! Torwart! Fufu! Stark, dass du da warst, Diggi. Okay, wir wurden nicht ausgewechselt. Wir haben noch einen Sprint, haben wir. Einen vernünftigen Sprint haben wir noch bei uns. Oh, scheiße, da müsste ich eigentlich stehen. Da müsste ich eigentlich stehen. Ball wird abgeblockt. Chance zur Führung. Digga, Torwart rettet unser Arsch. Das war behindert. Nicht, dass wir ausgewechselt werden jetzt. Okay. Super Aktion von Keeper. Was für eine Parade. Es wäre der späte, der ganz späte Rückstand gewesen. Doch, Digga, wo köpfst du? Sind es noch 7 Minuten. Kurz vor Ende nochmal der Angriff. Weiter unentschieden. Vlahodimos. Sie können kontern. Sie spielen die einfachen Bälle. Holen sich so. Das ist die Führung. Nichts damit zu tun gehabt, nur eingeleitet. Nehmen wir trotzdem mit. Dennis Bukowski oder sowas. Sorry, Leute. Das ist ein schlechtes Spiel. Sorry. Sorry, wirklich für schlechtes Spiel. Wenn wir das verlieren, ist Blamage. Wenn wir das Dings haben. Unentschieden. Danke. Trotzdem ungeschlagen. Immer noch ungeschlagen mit dem Team. Ja, sorry. Tut mir ja leid, Mann. Oh, Ich wollte es nicht starten. Nein, ich habe echt keinen Bock drauf. Ist mir egal. Egal. Ich will simulieren, Digga. Ich will es nicht spielen. Ich hätte 2-0 gewonnen. Da hast du auch so Dresden angefangen? Natürlich. Okay, dieses Spiel gegen MSV Duisburg. Das wird simuliert, Digga. Wie haben wir 4-0 verloren? Hetwer hat uns ruiniert. Wie haben wir gegen Duisburg 4-0 verloren? Ey, wir müssen Namus Temeslemme machen. Wir brauchen eine Reinwaschung hier. Spielt's auf PS5? Yes. Ey, wir müssen Reinwaschung machen, wirklich. Schlafen geschickt, wirklich. Wir müssen unsere Ehre zurückholen. Doch, ich spiele für die DFB. Leute, vertraut mir jetzt dieses Spiel. Duisburg unnormal unterschätzt, wirklich. Merlin, ich küsse doch dein Herz. Küss dein Herz. Ich muss Ehre zurückholen. Dieses Spiel, Leute, ist mein Exodus, Digga. Mein Namus Temeslemme. Namus Bedin, Kitab Iman. Sheriff. Mein Sheriff wiederholen. Für mein Sheriff. Schick mich für mein Sheriff. Und ich bin weg, Digga. Ich bin weg. Ma'a salama. Bam, bam. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach. Nein. Wollen sie jetzt auch alles halten? Bruder, spielst du auf Amateur? Bruder, Legende sogar. Aber bei Boubacar gibt's nicht Legende, Amateur, Weltklasse, Ultimativ. Gibt's nicht, Brudi. Einmal Flügelflitzer und er ist weg. Das ist das Ding. Er zieht einfach vorbei. Da ist die Chance. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Ich habe mich blamiert. Für Namus. Dieses Tor war für Namus. Ich spiel's auch schwer. Boah, ich bin schwarzer Tischspieler, schwer. Was macht die? Ey! Was macht die ja? Was machen die denn da? Ecke kommt in die Mitte. Konter? Na, Salam.
Mal Salam. Da könnte ich's machen. Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Für Sheriff Namus Edeb alles, Bruder. Ich hab gesagt, ich werde unsere Ehre reinwaschen nach dem Spiel. 4-0 gegen Duisburg, Digga, das ist blamabel. Erzgebirge Aue auch kein Gegner, muss ich sagen. Bruder, Burma. Aus Urfa, ich will dieses Gold aus Urfa. Burma. Ey, was machst du? Spiel mir lang, Bruder. Ich bin weg. Ist jemand in der Mitte? Ich sehe keinen in der Mitte. Boah, das war eigentlich geil, Digga. Boom, Digga, das war wieder krank. Bubaka, dieses Spiel heute krass unterwegs. Es Müll. Chat, ich hoffe, ihr seht, ne? Bubaka hier am Chancen kreieren, alles machen. Musste eigentlich rein von dem Computer, Digga. Das war nicht die richtige Entscheidung. Hä? Nimm den Ball! Hä? Aber das kümmert sich offenbar überhaupt nicht. Nimm den gottverdammten Ball, Brudi! Mit Effizienz, mit Einsatz und Ballbesitz ist eben nicht. Stark! Hyperi Marok, Brudi! Karrieremodus, Bubaka, Karrieremodus. Er macht doch was mit sich selber. Jetzt kommt die Ecke. Ey, was ist hier los? Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Den Kopfball trifft er einen. Sogar weißer Haushalt. Ach, geil. Überlaufen. Spiel mich hoch, Bruder. 60 Sekunden gibt's. Boah, das ist gar kein schlechter. Das ist ein schlechter Ball. Das war ein schlechter Ball. Wenn, das rauskommt, wenn du rauskommst, musst du Rapper werden. Da hauen sie die. Digga, ihr haut die Sachen raus, ne? So, Procast bestimmt, Bunny. Mit Bubaka bestimmt, Digga. Oder deswegen habe ich doch diese Spielerkarriere angefangen. Wie oft haben die Leute mir geschickt, diese Bilder mit, dass deren Pro Bubaka ist? Verbuche mindestens 2 Tore. Warte, was war die andere Aufgabe? Schließe 10% in der gegnerischen Hälfte ab. Oh, das kriegen wir hin. Erfolgreich gegrätscht. Boah, du Hund, Digga. Schick doch. Kurz ruhig bleiben, Digga. Kurz ruhig bleiben. Ja, ah! Spiel ruhig, Bruder. Ja, guter schön. Schön, wir sind Mitte. Er hat geschossen. Oh mein Gott, was war das? Digga, Bubaka kann null schießen. Vom Baumgart. Sie holen sich hier den Ball. Wird's jetzt gefährlich? Zu spät. Flanke jetzt. Ball geht weit vorbei. Halbverflank war gar nicht schlecht. Irgendwann, ich finde die und tu den Menschheit eingefangen. Bruder, lass dir in Ruhe, Bruder. Das Schlimmste ist, wenn in Ultimate Team, wenn du Kacke spielst und dann irgendein Kommentar kommt so, nee, das war gar nichts vom Spieler. Nee, was ist denn los mit der Mannschaft, wenn sowas kommt, Bruder? Das Tor wird nicht getroffen. Bubaka kann einfach nichts. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Schick ihn. Schwarzer Bruder. Schick, spiel nochmal zurück, ja. Jetzt den da. Die Chance jetzt. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Flank, Bruder, ich hab Sprungkraft. Da kommt die Ecke. Erstmal der Befreiung. Scheiß Flank, wirklich. Was machst du? Back
Jetzt. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Das war wirklich Quatsch. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Bruder, ihr macht meinen Schein kaputt. Bruder, setz auf Uwaka. Baka. Schwarzer Bruder. Sieht vielversprechend aus. Boah, Digga, warum werden wir übermannt? Hol Ball zurück, Bruder. Denk, als wär's dein Essen. Jagd, als wär's dein Essen. Jagd den Ball hinterher, als wär's. Ja, Junge! Beißen! Ah! Spiel mir. Stark. Nein. Warum 79? Keine Ahnung. Kommt einfach böse. Er sieht mich. Schwarzer Bruder. Lauf, Junge. Oh, im Abseits. Schwarzer Bruder muss aufpassen. Schwarzer Bruder, du musst aufpassen. Überraschende Vorstoß. Ja, aber der Vorstoß war auch für den Rest der Mannschaft zu überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh und die Folge ist Abseits. Eine Minute noch. Nein, kämpf. Hol den Ball zuerst essen, Stark. Doppelpack, Leute, Doppelpack. Wir moven. 18 Minuten und 20 Minuten haben sie mir jetzt noch Platz gelassen. Drittes Tor wollten sie nicht bekommen. Guck dir den schönen schwarzen Mann hier an. Ja, den Tor haben wir, seine Ehre haben wir genommen. No name. Aber sie haben, habt ihr gesehen? Zwei Tore haben sie mir gegönnt, danach wollten sie nicht. Maßangabe in Zentimeter. Das sind die Zentimeter hinten. Rückennummer gleich Zentimeter. Darauf freuen sie sich, die weißen Brüder. Boah, komm doch mal duschen ohne Unterhose. Ja, ich bin nicht Tinder, ich kann nicht Tinder, aber Religion. Ein Muslim. Ah, nein. Komm, unter Unterhose weg, in Hose weg. Nein. Dusche, keine Dusche ohne Unterhose. Ich kann nicht. Wenn du Match. Komm, Bubaka, zieh dich nicht. Zeig uns deinen Teil. Wollen Seil springen. Kann nicht. Sorry. Kann nicht. Immer noch Erster zum Glück. 6 Gegentore. Also Dings hat uns auch was. Dings hat uns hochgenommen. Wie heißen die Penner? Die Penner von Duisburg haben uns ruiniert, die Schweine. 14. Platz, Digga. Wie viele Tore haben die? Die haben 12 Tore. 4 kommen von uns. Kennt ihr das, Digga, aber bei jeder Fußballgeschichte? Boah, die anderen haben immer ohne Unterhose wollten die duschen. Das kam irgendwann mal. Am Anfang ohne Unterhose? Auf einmal haben sie aufgehört. Muss ich mir sagen, Mann. Nein, auf keinen Fall. Beruhig dich, auf keinen Fall. So, wir simulieren wieder. Inshallah, inshallah, bismillah. Ich verstehe das nicht. Warum verkacken wir denn so? Sind wir eigentlich ein Scheißteam, das nicht dahin gehört? Inan Stark. Ich verstehe das nicht. Gegen wen haben wir gerade verloren? Ich weiß nicht mehr, was das ist. Wir haben 71, Leute. Ich glaube, wir sind der beste Spieler in der Liga. Aber das hilft nicht. Wir sind jetzt auf dem 3. Platz wegen den Schwein, Digga. Musik ist auch scheiße. Aber man kann skippen. Musik hat mich gerade sauer gemacht, muss ich sagen. Kann einer die Stats sagen, habt ihr vergessen. So, das Team ist erstmal auf dem 3. Platz. Die siehst du ja, wir sind 6 Siege haben wir. Ein Unentschieden, 2 Niederlagen. 2 bittere Niederlagen. Oh mein Gott, wir wurden überholt. Wer hat uns überholt? Simakala, ein anderer schwarzer Bruder. Unser schwarzer Rivale. Und Hedwer von Duisburg, der hat uns auch hochgenommen. Ey Leute, wir müssen Gas geben, sonst wird das nicht. Viktoria Köln. Wir spielen gegen Ingolstadt, ey. Ich spiele hier Höhepunkte. Machen wir jetzt Mäus-Video? Nee, mach nicht. Chat hat gesagt, das ist kacke. Wir spielen hier Höhepunkte. Ich will den Sieg, Digga. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute... So, Angriff von Dynamo Dresden in der 3. Minute. Und schon habe ich verkackt. Sorry. Bitte nicht rote geben. Ich hatte Angst. Warum ist das ein Highlight? Nicht ungefährlich, aber erstmal geklärt. Okay, wir haben wieder Alleingang von Dynamo Dresden. Okay, ich sehe freie Bahn. Sie spielen steil, gefährlich. Gute Aktion. Ja! Spiel geht richtig gut los. Macht ein Flickflack, Bruder. Eine sehr interessante Partie zu werden.
Wer ist hier, Sikamakala? Komm raus, Bruder, komm raus! Komm raus, Sikamakala, komm raus! Eckball für Dynamo Dresden, ich nick den ein. Wir sind Nicker, wir sind ein Nicker. Wir nicken den Ball ein. Ecke kommt in 16er. Nix zum Nicken hier. Das müssen Sie entschlossener machen. Die Gefahr erstmal bereinigt. Ich bring den nochmal rein, Jungs. Geht in die Mitte. Oh, da geht er vorbei. Und der Keiner da! Keiner da! Alleingang von Dynamo Dresden. Sieht gut aus, ich sehe freie Bahn. Sprinte los, Bubakar, sprinte los. Als wäre das Kreuz, Kreuz. Du Hund! Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Ich schwöre, wenn jetzt 1-1 ist, Digga, könnt ihr durch Dynamo Dresden, könnt ihr durch Dynamo Dresden. Ich laufe jetzt da rechts hin, Digga. Ich sag dir, wie es. Wohin? Mason, so scheiße, wenn wir unentschieden gespielt haben. Gutes Spiel, wie ich finde. Ein Spiel auf Augenhöhe, beide mit starken Aktionen. Leute, es sieht schlecht aus. Also was ich sehen will, ist, wir werden freigekauft. Ich sag freigekauft. Ich will gekauft werden. Von einem guten Team. Okay, guck mal, wir werden besser. Wir haben jetzt 72. Wir müssen gekauft werden von einem guten Team. Wir sind 17 Jahre alt. Wir sind ein richtiges Ausnahmetalent gegen Mannheim. Glaubt ihr, wir gewinnen gegen Mannheim? Soll ich die Chat soll ich simulieren oder Partie spielen? Spielt hier nicht Dings da? Wie heißt der Bruder? Willi? Mannheim, gell? Spielen. Bei mir hat es zwei Saison gedauert, leider. Mannheim, Willi! Soll ich spielen oder simulieren gegen Mannheim? Willi! Er spielt gar nicht. Er ist gar nicht gesetzt. Spielen. Leute, dieser Sikamala, der regt mich auf, Digga. Kommt der von Mannheim, unser Gegner eigentlich? Ist der Mannheim? Nee, der war, was war der? Der ist nicht Mannheim gewesen. Aber wir sind auch Dynamo Dresden, Alter. Wir sind auch ekliges Team. Wir haben richtig schlimme Hooligans. Oh, scheiße. Ich dachte, du schickst mir nicht. Osnabrück, ne? Ja. Habt den im Auge, den Arsch. Das ist unser Feind. Backfisch. Nein. Oh. Fehler. Jemand wollte Powerschuss? Ja, schade. Schade, hat nicht geklappt, wie ich wollte. Lauf den Ball hinterher, den hast du verloren, Bubaka. Lauf den Ball hinterher. Als wär's dein Essen, Bubaka. Budi, musst du Baden Mannheim sein, sagt er. Nein. Jetzt hat er den Ball. Raus damit, Mann. Elfmeter. Ey, Leute, diese Saison, wir werden nur ruiniert. Ich möchte mit Jesse Pinkman gucken. Um der Matrix zu entfliehen. Grüße meinen Namen. Mein Name. Digga, Breaking Bad. Lohnt es sich, das zu schauen? Breaking Bad? Ja, fick dich. Breaking Bad. Ich habe immer noch nicht Breaking Bad gesehen. Ja. Ja, safe, ja. Wenn ich Breaking Bad geschaut habe, kommt meine Top 10 Serie, ne? Es fehlt nur noch Breaking Bad eigentlich in meiner Sammlung. So eine Double Quarter, so OP, $700 bekommen. Brudi, stark! Denzel Crocker's dead. Vertrau, guck. Schau auch Better Call Saul. Das habe ich auch gehört. Direkt danach oder vorher eigentlich? Direkt danach oder vorher kann man... Also, ist das die Vorgeschichte? Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Der Typ wird krass verteidigt. Ball im Aus, Klasse, Zweikampf, Einwurf jetzt. Fundament, sagen die Leute. Ach, shit, Alter. Ey, wir sind 1-0 hinten, Maga. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Danach. Habibi, ich Spanisch. Okay, ich halte euch. Ich vertraue euch, ne, Chat? Ich guck das. Breaking Bad, Walter White. Kommt, Jungs, kommt. Schick noch nicht, wenn ich nicht sage, du Hund. Stark. Ey, die wollen meine Vorlagen nicht reinmachen. Ihr hört es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Auf der Linie gerettet, ganz stark gemacht. Und das war's. Ah!
super Chance, aber da macht er eigentlich zu wenig draus. Ja, bin ich bei dir, da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Ah ja, Wolf, hast du auch gesehen. In der Liga hat er immer getroffen und das erwartet er auch. Diese Torgefahr, dieses Knipsen, dieses Bodenmachen. Oh, Digga. Aber der Verteidiger ist da. Easy Pass, das ist ein Easy Pass, der muss durch. Ja, starker Pass. Er schießt. Alter, no hands in unserem Team. Leute, so werden wir niemals aufsteigen. Ich sag euch, wie es ist. Boubacar mit diesem Team wird nichts reißen können. Warum bin ich auch in der dritten Liga, Digga? Nee. Zur Pause sind die Fans hier. Wann bist du immer live? Sonntags ist immer safe. Ich versuche gerade einen Tag zu finden, aber grundsätzlich versuche ich so oft wie möglich gerade live zu kommen. Ihr merkt schon, Digga, ich war gestern live, vorgestern live. Ich mache gerade Strähne. Gestern haben wir gezockt mit Sammy und Hamid Loco. Instagram folgen. Auch easy, wirklich easy. Ab die Hustleman, genau so, Digga. Genau so. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Kommt, Leute, kommt, Digga, pusht euch noch einmal, Digga. Ich weiß, ihr seid kein Boubacar. Ja, nein, geh hin! Ich weiß, ihr seid nicht Boubacar, Digga, aber pusht euch noch mal. Fliegst du mit nach Thailand? Nein. Nein. Auf Kai Sennett angelehnt. Ja, ich mach Sabaton. Ja, klasse, Pass. Leute, aber gib mir mal Feedback zu South Park. Wie findet ihr South Park? Boah, du bist doch ein Schatz. Was war das für ein geiler Ball? Können Sie das für sich nutzen? Nur noch der Torwart vor sich. Sie haben sich nicht aufgegeben. Weiter. Scotty Pippen, Digga. Wieso wie Scotty Pippen? South Park 10 von 10, krank lustig, stark, LAUC. South Park ist ganz okay, aber Reaction sind besser. To be honest, mehr Chat Connection. Ja, wenn ich zocke, bin ich ein bisschen lost, ne? Verstehe ich, aber es ist immer am Anfang, Bro. Es wird noch mehr Chat Engagement kommen, Digga. Bei South Park. Reactions kommen ja auch, das wird ja nicht entfallen. Das wird ja nicht weg sein. Da kannst du nicht immer Reactions machen. Das frühe Stören, so perfekt. Gaming, Bro, das ist eine Gaming-Plattform hier. Twitch ist eine Gaming-Plattform, weißt du, ne? Ich mag es halt auch ein bisschen zu zocken. Das ist ja nicht verwerflich. Budi, gib den Ball. Der Ballverlust. Du Hund. Verstand er gut? Ja, dieser Horrorabend war ganz lustig. Ich dachte, wir machen Hardtop-Streams. Ja, kommt auch noch. Ich mache auch mal Jacuzzi-Stream. Ich setze mich in Jacuzzi und rede mit euch. Das muss man mal machen. Überall Schaum bedeckt, nur mein Kopf sieht nicht. Das ist diese Allerlebende. Allzu große Aufgabe. Ey, wir brauchen noch eine Bude. Uli, lass den Ball in der Bude. Komm her. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ich überlauf dich. Stark. Überlauf mich. Ich muss rein. Bei ihm ist Endstation. Flanke geht in den Schnee. Ah! Sie klären. Die bunkern. Mannheim bunkert. Arschlöcher. Spiel raus. Baka. Schönes Dribbling hier. Ja, gut gemacht. Er kann ja nicht mal schießen. Das haben wir schon häufiger gesehen heute. Er blockt die Schüsse ab und wir wollten so Updates sehen, was auch immer. Enorm helfen. Wo beim Setup? Upgrade meinst du? Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzt. Der Typ ein Problem. Hyperimaro schickt mir immer auf WhatsApp neue Sachen für meine Wand und sowas. Ist so. Junge, lass mich in Ruhe, Mann. Nerv mich nicht. Ey, dürfen nicht auswechseln, ne? Oh, wir spielen sehr offensiv jetzt. Wechsel auf beiden Seiten. Ich glaube, das Spiel ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Der Torwart war da nicht gefordert. Noch einmal nach ganz nach vorne. Komm. Ne, Versager-Team. Wirklich, Versager. Hätte ich das simuliert.
Leute, es sieht nicht gut aus für uns. Ich glaube, wir sind. Okay, wir sind DFB-Pokal. Wir sind weitergekommen. Okay, DFB-Pokal juckt mich gar nicht, muss ich sagen. Wir sind da. Ja, wusste ich. Wir haben eine gelbe sogar bekommen. Wie peinlich ist das? Weil wir haben 73, aber es nützt nichts. Weil wir haben Probleme. Wir haben immer noch Probleme in diesem Spiel. Ein dritter Platz. 4 Punkte Abstand auf den ersten. Nächster Gegner ist Viktoria Köln. Erzgebirge Aue. VfL, unser schwarzer Rivale, spielt bei VfL Osnabrück. So Leute, ich hoffe, Viktoria Köln müssen wir eigentlich weghauen. Nein, es hat nichts mit Mannheim zu tun. Es ist alles angefangen bei Duisburg. Diese 4-0-Klatsche gegen Duisburg war unser Untergang. Warum spielen wir gegen Freiburg? Freiburg 2 aber, ne? Ja, okay. Kurz verwirrt gewesen. Ich so, hä? Der kommt schon, gib uns was Gutes, bitte. Gugi, der nervt. Warum macht er so viele Tore? 3-1 gewonnen, Bubaka hat ein Tor. Das ist ein Bubaka, wer ist das? Das ist ein Bubaka, da sind wir. Da ist er, er ist glücklich. 3-1 war wichtig. Sein Twitch wird noch aufgehört. Wir arbeiten dran. Ja, Marok, du kannst, guck mal, Tai, der wollte sich einfach gegen mich, irgendwie so ein Gespann entwickeln, dass ich gegen mich aufschließe wegen meinem Hintergrund und mich hatet dann. Aber Tai mit der Media-Antwort, wir arbeiten dran. Nee, wir arbeiten dran, wir sind da gerade dran. Ich mag das. Das ist so eine Media-trainte Antwort, wirklich. So, gehen wir rein. Komm zu Fener. Oder wenn ein Angebot da ist und schmeckt, ne, dann machen wir. Aber Fener, oft türkische Liga, ist ja das Problem bei der türkischen Liga, man kriegt nicht Gehalt. Und wir brauchen unser Geld, Bruder. Wir haben Dorf zu. Hast du IQ5 schon gesehen? Nein, habe ich nicht. Und wir haben, das Ding, das bei uns ist, wir wollen unser Gehalt, Bruder. Wir haben ein ganzes Dorf zu pflegen noch so. Wir müssen noch ein ganzes Dorf durchbringen. Deswegen, wir brauchen das ganze Geld. Und ich weiß, dass türkische Liga nur so in Raten zahlt, so. Hat immer noch Schuld bei Max Kruse und sowas. Das brauchen wir nicht. Bei Bro, Icon 5 ist Free Upload wegen Hype, bei Gott. Free Upload? Wie meinst du das? Was meinst du damit? Was bedeutet das? Was heißt Free Upload, Digga? Was ist das, Digga? Ist das Jugendsprache? Ich bin schon ein alter Knochen, Bruder. Rede mit mir Deutsch. Gut, wie er den Ball abblockt. Stark! Ich wollte ihn nicht nehmen. Sorry. Die Gastgeber sind bisher die große Enttäuschung in dieser Saison. Das stimmt. Es ist meilenweit von dem entfernt, was sie normalerweise drauf haben. Und langsam wird's eng. Nein, ich habe ihn doch schon geschickt. Das war eng, aber er hat ihn. Leichtes YouTube. Ah, okay. Ruffy the Man, danke. Ruffy immer schön am translaten. Was machst du denn? Er macht Running Man Challenge. Jetzt kassieren wir. Ach nee, okay, wir machen. Schwarzer Rivale? Nein, der kommt aus VfL Osnabrück. Sieh mal, Kala, Digga, ich hasse dich. So springt man, Digga. Wie ein Tier. Oh, bin weg. Da ist das Tor. Die Gastgeber haben's gemacht. Bin weg. Aber wir schauen mal rein die Tage sowieso. Ich sag immer 1,85 und 1,83 eigentlich. Ich sag immer 1,85. Also aufhören einfach, Dinger. 1,83 klingt so komisch, als hätte ich mich gerade gemessen. 1,85 klingt so, ja, Bruder, irgendwas. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Aber läuft gut. Nein, sorry. Schiri, sorry, war nicht mit Absicht. Sag einfach 6 feet da. Ja, nein, da. Erklärt. Fat, da. 550s. Die New Balance 550s. Ich schaue von Deutschland, sagst du, ich bin 6 foot, Digga. Oder 6 feet. Vielleicht jetzt. Den Header. Oh, stark. Ich bin da, Bruder. Kannst kurz machen. Ich sprinte von einem Ende zu anderen. Da muss er sich überhaupt nicht anschauen. Ey! Was da passiert, Digga? Hol ihn zurück, als erst dein Essen. Dinner. Als erst dein Essen.
stark. Super, da haben wir den. Da haben wir den wieder. Jetzt musst du nach vorne laufen, als wäre dort dein Essen. Verstehst du? Genau, schwarzer Junge. Weißer Typ war sehr schnell. Selber auch sehr schnell gewesen, der schwarze Typ, der weiße Typ. Geh rauf. Bin 7-for-1. Wow, auch wieder nur am Kacke nachmachen. Baro, einfach Twin Tower. 1-0 vorne, ne? Gut. Ecke kommt in die Mitte. Ne, darf nicht reingehen. Halbzeit. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen. Dann. Wenn du dich entscheiden. Warte, was steht da? Essen oder trinken? Hä? Random Ass? Schattenkanzler, ich küsse dein Herz. Schöne gute Nacht. Lieber die letzten beiden, die ersten beiden Stunden Endfall oder die letzten beiden? Das ist eine gute Frage, Digga. Ich würde sagen, letzte beiden, Bro. Ich bin Team letzte beiden, muss ich sagen. Bruder, wenn statt fünfte, sechste habe frei oder siebte, achte frei, das ist Blessing, Bruder. Das ist Big Blessing. Junge, spielst du direkt zurück? Schlafen geschickt den einen. Schlafen geschickt 3. Und Schuss ist Müll. Wir können einfach nicht abschließen. Mit dem schwarzen Bruder. Schwacher Fuß, Müll. Sport 5.6. ist Eishockey, aber du hast ja nicht jedes Mal 5.6. Sport, Bruder. Und ich schwöre, Sport 5.6. haben, wenn er fällt, ich war sogar traurig, Digga. Sowas wie Erdkonto sollte entfallen. Nicht Sport, Digga. Sport war wirklich, das hat Spaß gemacht, Digga. Das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torschance zu kommen. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Ja, das ist ein Kackpass, Digga. Kommt auf Fach an. Ja, 100%. Und erste beiden ist nie Sport, deswegen ist nie Waste. Erste beiden oft Deutsch, Mathe, sowas ist erste beiden. Deswegen nehme ich sowas, Digga. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ballkontrolle war da. Aber dann steck ihn durch. Bruder, hatte schon erste beiden schwimmen. Das ist hart. Das ist hart. Wer erste beiden Stunden schwimmen hat, Bruder, deine Schule hat gar keinen Respekt vor sich selbst, Digga. Deine Schule hat nicht dieses Schild. Oh, Schule ohne Rass. Schade. Doch nicht. Falscher Alarm. Weg mit Mathe. Mathe geht. Einer hat mir mal einfach die Augen geöffnet für Mathe. Englisch und sowas kommt immer, neue Vokabeln, neue Wörter, Deutsch, auch irgendeine neue Scheiße kommt immer wieder. Zahlen bleiben gleich, Divi. Ich weiß, das ergibt eigentlich gar keinen Sinn, aber es hat mir voll geholfen. Ich hab's mir einfach einredet und ich dachte mir so, hä, stimmt, Digga. Fand ich gut. Warum spielst du mir direkt wieder? Tim Knipping. Abholen. Digga, ich sehe nichts Gutes da. Schöner Seiten, Digi. Sieht gefährlich aus. Da ist die Chance. Selber eingeleitet. Schule mit Courage. Warum ist dein Charakter so schnell? Das ist Bubaka, Phoenix. Bubaka. Schneller als ein Schatten, dunkler als ein Schatten. Der Tretum war auch wild, Digga. Ich weiß noch, wir sind einmal zu spät zur Pause gekommen. Und die rastet so aus, die alte Vertriebslehrerin. Alle sagen so deren Namen. Meine Klasse war deutschlastig so, ne? Und vor allem Jungs waren mehr Deutsche halt, ne? Viel mehr Deutsche. Da war so ein Deutscher in unserer Klasse, der ist Paul, ne? Miskin, der hat nichts gemacht. Und ich guck, wir kommen so zu spät, die sagen so, ich will jetzt alle eure Namen haben. Rune, Lasse, Torwart! Achso, ich dachte, Torwart hat Tor gemacht. So, einer sagt Rune, Leon, Lasse, Jakob, Moritz. Ich so, Paul. Sie will gerade aufschreiben, dieser Paul sagt, nein, er ist nicht Paul. Sie dachte, ich heiße Paul, Digga. So, eine Minute. So wild.
Schlafen geschickt? Wir machen Hattrick, wir machen Hattrick. Oh mein Gott! Torwart schlafen geschickt! Jedenfalls dachte die Alte gerade für einen Moment, ich heiße Paul. Ich dachte, er spielt in der Team. Oder Torwart schlafen geschickt. Torwart einfach schlafen geschickt. Lupenreiner Hattrick. Lupenreiner Hattrick. Wirklich. 3-0. So, da feiern die wieder. Bubaka, komm duschen. Unterhose runter, mach Unterhose. Ohne Unterhose heute. Nein, ich kann nicht, kann nicht. Religion, kann nicht. Zeig dein Ding, Junge, zeig. Ja, so agieren die. Das sind die wirklich, so sind die wirklich. Warum steht, dass du seit 2 Tagen live bist? Bin ich ja. Ich bin seit 2 Tagen live. Er hat Ball mitgenommen. Bubaka verbucht. Dreierpack gegen Halle. Halle an der Saale kann mich mal richtig. Ihr kleinen Aale. Kekalo, Keka, Bakasaka, Keka, Kekalo. Er sieht aus wie 84, genau das ist das Ding. Fake Pass. Oh, stimmt, Rivale, schwarzer Rivale, haben wir ihn eingeholt? Bro, selbst Headwear hat ihn eingeholt, die Lusche. Bro, Simakala, versuch nicht gegen mich anzukommen, okay? Ich bin es. Wurde sein Ding schon geleakt? Ich bin es, okay? 13 Tore in 14 Partien. Sag deinem Vater Bescheid, sag deiner Mama Bescheid. Ich bin es, okay? Wir haben Gesamtstärke 75. Wir können schon erste Liga spielen. Ich sag, wie es ist. Wir sind schon besser als viele erste Ligaspieler. Das ist ein bisschen zu Koksmusik gerade gewesen. Mörder! Komm, gegen Dortmund müssen wir gewinnen. Kutschke, ich gönn ihn. Ich schwör, ich gönn ihn. Ich gönn ihn. Dass Bubaka nicht Tor gemacht hat, macht mich sauer. Aber ich gönn ihn. Durchwachsene Saison von unserem Bubaka. Ich glaube, das liegt an unserem scheiß Abschluss. Simakala auch kein Tor gemacht. Und wir sind Zweiter. Digga, Saarbrücken jetzt auf 1 mit 33 Punkten. Ich gönn ihm, ich gönn ihm. Wir haben 63 Abschluss. Eigentlich müssen wir jetzt ein paar Tore machen. Sim. Wer wird Spieler des Jahres? Bald wird Bubakas Gesicht da sein, Leute. Vertraut mir. Bald wird Bubakas Gesicht dort sein. 3-2. Waren wir beteiligt? Vlachodimos, Digga. Was ist das? Wir waren nicht beteiligt. Ey, wir sind nicht da, Leute, gerade. Okay, wir haben jetzt 76. Eigentlich müssen wir doch dominieren, diese Liga. Ich schwöre, eigentlich müssen wir diese Liga dominieren. Gala oder Dings da. Fennet. Guck mal, ich sag immer wieder, ne? Bruder, ich hab Sebi Selçuk-Trikot gehabt. Ich kann nicht Gala sagen. Ich bin Fennet im Herzen, aber ich weiß, Gala ist stärker, Digga. Aber ich bin Fennet im Herzen, Brudi. Haaland hat Ballon d'Or gewonnen. Wir sind schwarze Jungs, doch wir jagen buntes Geld. Ich nehm, was mir gefällt.